Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Der neundimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Der Fortschritt, den ihr macht. Übersetzt von Altana. Seid gegrüßt. Wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen Kontakt aufzunehmen. Wir sind in der Lage, die ungeheuren Fortschritte zu erkennen, die ihr alle macht, weil wir die Energie des menschlichen Kollektivs lesen können. Wir können sehen, dass es weit mehr Bewusstsein und weit weniger Unterdrückung gibt innerhalb der durchschnittlichen Menschen, weil die Energie des menschlichen Kollektivs uns zeigt, dass ihr als menschliche Rasse mit viel von dem, was ihr braucht, um euch anzuschauen, fühlen und verarbeiten zu können, fertig werdet. Eine Bewusstseinsverschiebung für ein ganzes Kollektiv ist eine monumentale Aufgabe. Niemand hat gesagt, dass es einfach wäre. Und so werdet ihr gebeten, euch einer Vielzahl von Themen, Traumata und Emotionen zu stellen. Und manchmal fühlt ihr euch, als kämen sie eine nach der anderen. So merkt ihr tatsächlich, dass ihr Fortschritte macht. Es ist, indem ihr messt, wie sehr ihr das Gefühl habt zu wissen, dass Fortschritt in euch geschieht. Denkt daran, wie leicht es ist, eure Gefühle zu ignorieren. Ihr könnt Alkohol trinken, illegale Drogen nehmen, Medikamente nehmen, euch mit unzähligen Programmen im Fernsehen und Internet ablenken. Und das sind nur einige der Möglichkeiten, um euch selbst zu betäuben und das zu unterdrücken, was nötig ist, um verarbeitet zu werden. Also hört uns zu, wenn wir sagen, dass die Fortschritte, die ihr macht, ihr vielleicht nicht so empfindet. Es mag sich anfühlen, als ob ihr mehr Schmerz, mehr Trauer und mehr Angst empfindet. Aber was wirklich geschieht, ist, dass ihr es freigebt. Zuerst müsst ihr euch bewusst sein, was in euch vorgeht. Dann müsst ihr bereit sein, es zu fühlen. Und schließlich müsst ihr lange genug dranbleiben, um es durch eure physischen, energetischen und emotionalen Körper zu verarbeiten. Und dann könnt ihr mehr von den Energien der Bewusstseinsverschiebung einfließen lassen. Und das ist es, was wir euch alle auf einer kollektiven Ebene tun sehen. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden.